Na, wie ist es? In der Schlange zu stehen? Ne, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, muss man ja auch mal sagen. Wir sind heute zu tief im Wald. Wir warten jetzt gerade, dass wir reinfahren können und uns unser Auto auf den Platz stellen dürfen. Und filmen natürlich für euch viele schöne Sachen heute ab. Ich hoffe, ihr findet mal ein bisschen was. Um was geht's denn heute in deinem YouTube-Channel? Um das neue Kage. Rick stellt heute mal. Oh ja? Rick? Ich bin das neue Kage. Hey, guys! Stellst du uns mal dein Auto vor? Ja, also. Fiat Panda. Ich bin die Jacqueline und. Tuning ist mein Leben, nicht? Das ist nicht unser Kage. Mein Ex baut meine Karre. Kein Ex. Das hast du aber noch nicht öffentlich gemacht. Ja, jetzt ist es offiziell, ja. Da steht Rick sein Schleifer. Wir haben gerade vom René das Auto gefunden. Hier steht in René sein C63. Ein mega geiles Teil. Mit 9 Rädern. Mit 9 Rädern drauf. Können wir uns gleich mal anschauen. Und mit 9 Reifen. Asphalt Dreams. Sieht gut aus, ne? Mhm. Schaut schick aus. Wer ist denn das? Der Thomas. Thomas, hast du irgendwas neu an deinem Auto? Ja, neues Foliendesign. Von neuen Motorschuhe haben wir diesen Winter dann nochmal alles runtergerissen. Neues Foliendesign gemacht. Was ist denn da jetzt anders? Ja, weil es die gleichen Folien sind, aber es sind komplett andere Formen. Wir haben es halt noch. Ja, vom Design ist es jetzt anders. Genau, Design ist anders, aber die gleichen Folien, weil ich halt auf Rot und Goldglitzer stehe. Ja. Bitte nochmal auf die Schuhe filmen. Ach. Ich weiß nicht, ob ich die Tür aufgehe. Einfach links. Einfach links? Ja. Draufdrücken? Ja, draufdrücken. Ah. Ich darf jetzt mal Probe sitzen. Also ich glaube, für mich wäre es unübersichtlich. Du sitzt wirklich schon richtig. Aber schaut geil hier drin aus. Ja. Schaut richtig geil aus. Vor allem hier immer, dass du das dann so hochmachen kannst, dann Start drücken kannst. Ja, man kommt das geil. Der Sound ist einfach nur Hammer. Stand davor, ne? Ich würde echt gerne mal fahren, aber da das also, mein Auto ist, traue ich mich das nicht, weil das kostet zu viel. Aber Hammer, der Sound. Okay, da kommt
nichts. Ah, das ist was anderes, ne? Das ist so klassisch cool. Ja, das ist so, das ist fertig auch geil. Ja. Wenn du dich reinsetzt und fährst, ist halt so chillier schon. Ich glaube, wenn du da drin sitzt, dann musst du einfach. Ja, ist schon ein anderes Fahrgefühl, so. Auch mit dem 10-Zylinder und alles. Am Wörthersee hätten wir ja fahren können, aber. Nächstes Mal. Hast du da jetzt irgendwas am Fahrwerk gemacht oder ist das original jetzt so? Nur Gewindefedern, also von Novitec, sonst gar nichts. Also Ausfluss war original, Felgen nur geändert und Folie halt mehr. Brauchst du auch nicht machen. Was war der Original für mich? Weiß. Ey, ich muss sagen, der Sound wäre. Ja, da war ja auch noch kalt. Also wenn der nochmal warm läuft, ist nochmal ein bisschen greller, heller. Die hören sich schon so richtig aggressiv, ja, genau. Oder wenn du den richtig, ja. Und man, jetzt ärgere ich mich, dass wir das am Wörthersee nicht gemacht haben. Reloaded. Ja, seid ihr da? Ja. Ja, Max, wir müssen zum Reload. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal fahren. Ja. Können wir machen. Obwohl ich das. Also aber wer einmal mitfährt, ne, das ist immer so eine Sucht, der will dann. Der will dann immer das ist echt krass, ja. Also das Einzige, was mich, glaube ich, stören würde, du sitzt halt wirklich extrem tief und dadurch, dass ich so klein bin, ich meine, wenn du dir den Sitz bestimmt richtig einstellst und... Also ich habe ja die Schalensitze, die kannst du halt nur nach vorne nach hinten bewegen. Die Konsole kann man sich halt umbauen lassen, ein bisschen höher. Für kleine Menschen. Ja, genau. Aber ich bin ja ein bisschen größer, deswegen für mich ist das perfekt. Also ja. Wer ein Ticken größer ist als ich, passt da nicht rein, das ist schon eng. Und du bist ja auch von der Figur her, passt ja perfekt, ich bin schmal. Rein. Ja. So, vorhin war es ein bisschen hektisch. Wir haben gar nicht so richtig erklärt, wo wir heute überhaupt sind. Wir sind nämlich heute zu tief im Wald und wollten euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, was wir heute so auf dem Treffen alles sehen und erleben und Schönes machen und wen wir alles so wieder treffen. Und wir haben gerade vorhin schon mit der Christine ein Kargel-Video gedreht. Vielleicht sehen wir sie ja jetzt nochmal. Da haben wir den Thomas gerade noch getroffen. Und wir laufen jetzt einfach nochmal übers Treffen. Und bevor es jetzt dunkel wird, zeigen wir euch noch ein paar coole Autos. Und nehmen euch einfach mal mit und gehen mal noch den Marius vom Camperstand besuchen. Ja, und zeigen euch ein paar Eindrücke vom Treffen noch. Guck mal, ein schönes Gesicht. Mach mal ganz schön. Oh. Da geht's nicht ums Auto. Aber die sind so hübsch, die Farbe ist toll. Hat sie gefunden! Wo kann wer? Das bin ich zu bestellt. So, ich habe meine liebe Franzi gefunden. Ich habe ja schon die ganze Zeit immer geschwärmt, dass ich unbedingt Franzi als Cargirl mal haben möchte. Aber Franzi, ja. Dein Auto war ja nicht fertig und so, ist immer noch nicht ist fertig. Ist immer noch nicht fertig, ja. Was fehlt denn noch, dass wir dich endlich mal filmen dürfen? Ja, und zwar das ganz große Problem, man sieht es von Weitem Gott sei Dank nicht. Meine Felgen sind ringsum Schrott. Im Winter leider ein bisschen korrodiert. Das ist mein Hauptproblem, warum ich es noch nicht zeigen möchte. Wollen wir mal kurz runtergehen, man muss sich mal kurz angucken. Ihr dürft hier oben, wird es nämlich eh gerade ein bisschen aus. An der Hinterfelge. Oh ja. Das ist mir schon peinlich, eigentlich hier zu sein. Wie passiert das? Ja, die letzte Fahrt vor der Winterpause hat mein Freund gemacht und mein Auto so in die Garage gestellt und ich habe es auch vergessen zu waschen und dann war das ganze Winter so fertig da und Salz hat den Rest getan. Ja, dann des Weiteren sind viele kleine Mängel, die noch gemacht werden müssen. Er verliert Luft, die Reifen sind abgefahren, er hat keinen TÜV mehr. Sollen wir das jetzt alles sagen? Oh, alles gut, da geht er nicht zum TÜV, alles gut. Ja, ansonsten ist es eigentlich nicht mehr viel. Irgendwas wolltest du noch machen lassen? Jetzt weiß ich, jetzt habe ich's vergessen. Ja, ich wollte Getriebe umbauen. Ich hatte auch alles vom Kumpel schon da liegen gehabt, aber es war ein gebrauchtes. Und wir haben uns jetzt die neue Kupplung angeguckt. Und die ist leider auch Schrott. Also bleibt beim 5-Gang, kein 6-Gang. Ja, ich hoffe, wir kriegen dich dann mal demnächst, weil hier sind echt schlechte Umstände, um überhaupt irgendwie was abzufilmen, weil da quasseln sie die ganze Zeit. Das Licht wird jetzt langsam auch schlecht. Aber hol die Franzi noch vor die Linse, auf jeden Fall. Und wenn ihr Franzi sehen wollt, könnt ihr ja nochmal in die Kommentare hauen, aber ich können wir ja nochmal kurz das Auto abfilmen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Jetzt gehen wir
schon tief in den Wald. Bei dem Moped würde ich runterkommen mit meinem Bein. Langsam wird es auf jeden Fall ein bisschen kritisch mit dem Licht. Mal gucken, was wir jetzt alles noch abfilmen können, damit das Bild jetzt nicht zu grisselig wird. Aber wir filmen trotzdem, wenn wir was Cooles sehen, weil es sieht irgendwie richtig geil aus, wie die Jungs das hier geschmückt haben. Deswegen müssen wir das einfach filmen. Sieht ein bisschen aus wie auf dem Weihnachtsmarkt, oder? Aber schön. Ich finde es richtig geil, muss ich echt sagen. Ja, also wenn jemand noch nicht hier war, es lohnt sich. Ist zu empfehlen. Jetzt wird es leider langsam wirklich zu dunkel, zu windig und ich glaube, es fängt gleich nochmal an zu gewittern. Deswegen werde ich mich an der Stelle bei euch verabschieden. Ich hoffe, das Video von Team im Wald hat euch gefallen. Treffen war auf jeden Fall mega geil. Ich war ja das allererste Mal hier. Ich fand es echt richtig gut. Wie fandst du es? Top. Und dann wieder fleißig Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr das Video fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald.